Vegeta hat sich selbst übertroffen. Genau das, was in der Folge. Willkommen, by the way, bei der Review zur Episode von Dragon Ball Super 126. Das, was ich in der heutigen Folge gesehen habe, das wollte ich endlich nach all dieser Zeit sehen, dass Vegeta sich endlich übertrifft. Seine alten Tugend beiseite lässt, Vergangenheit lässt und einfach aus sich hinaus wächst und quasi die nächste Stufe erreicht. Ich fand das von der Folge her wirklich gut dargestellt. Also da inhaltlich, storytechnisch, vor allem rund um Vegeta, ging ja quasi um Vegeta die Folge. Vegeta, ganz klar gegen Kloppo gekämpft und endlich haben wir mal gesehen, was Vegeta drauf hat in dieser Form. Es ist eine neue Form, kann man ganz klar sagen, dass er es erreicht hat, die haben noch keinen Namen. Aber in der heutigen Folge haben wir gesehen, was diese Form drauf hat, was diese Form noch drauf haben könnte. Aber fangen wir mal mit dem Kampf an sich erstmal selbst an. Anfang hat C17 gegen Toppo gekämpft und dann kam kurz Freezer dahin, hat ein bisschen dazwischen gefunkt, hat mich gewundert, dass er überhaupt auf dem Bein noch ist. Dann hat quasi Jiren Toppo mit Toppo, beziehungsweise Toppo den Hinweis gegeben, beziehungsweise ja, das Signal gegeben, ey, kümmere dich jetzt mal, wir splitten Goku und Vegeta, weil Goku und Vegeta haben Jiren ein bisschen in die Mangel genommen, sage ich mal. Und dann haben sie gesplittet. Und dann ging es eben rüber Toppo gegen Vegeta. Am Anfang hat Vegeta wirklich auf die Schnauze bekommen, wenn wir uns ehrlich sind. Denn er kam mit der Kraft von Toppo nicht klar. Und er hat dann quasi auch gemerkt, ey, das ist nicht der Toppo, gegen den ich gekämpft habe. Das ist jetzt quasi eine neue Stufe. Und so, dass er sich so immens geändert hat, Toppo, dass er zum Gott der Zerstörung wurde, hat Vegeta quasi erstmal überrascht. Aber an der Stelle haben sich wirklich zwei getroffen, die da kämpfen. Weil Toppo hat am Anfang hat er zu Vegeta was gesagt. Er hat gemeint, ist das deine Power, die du jetzt hast? So, du bist all out gegangen, ist das alles quasi? Und dann, also das ging schon wirklich Vegeta ans Herz, sage ich mal. Beziehungsweise nicht ans Herz, sondern es hat ihn auf jeden Fall mitgenommen, sage ich mal. Es hat an seinen Stolz gekratzt, um es besser zu formulieren. Und Vegeta hat dann daraufhin gesagt, du hast die ganze Zeit nur von Gerechtigkeit geredet, jetzt kommst du die ganze Zeit nur mit Zerstörung. Was geht mit dir? Also da haben sich wirklich zwei getroffen. Und der Kampf von denen. Oh, endlich. Ohne Spaß, mir geht's gerade so gut, weil wir haben nichts von der Transformation von Vegeta gesehen, was da abging, nachdem es transformiert hat. Anders bei Toppo. Toppo hat es transformiert, der hat Freezer die Hölle gemacht, er hat gegen Vegeta gekämpft am Anfang der Folge und er ist einfach jetzt ein Gott der Zerstörung. Er kam was Neues und man hat es gemerkt, gleich wie bei Uigoku. Er kam jetzt leider ein bisschen zu spät von Vegeta, der Transformation von seiner neuen Form, aber wir haben jetzt gesehen, was er drauf hat und das, was er drauf hat, lässt mich wirklich darauf hoffen, dass es quasi die Schiene, seine Form, die Schiene angeht, wie im Manga eines 100% Blue. Warum? Wegen vielerlei Sachen. Zum einen, ganz klar ist davon die Rede, dass Vegeta den Blue übertroffen hat und über den Blue heraus ist, über der Blue-Form. Aber das zweite war dann quasi, also die Folge war wirklich Saiyajin-like für Vegeta, denn da waren so viele Flashbacks, da waren einfach nur Vegetas Stolz und Liebe quasi für die Familie da. Da kamen die Flashbacks zu seiner Familie, der hat sich kurz innegenommen, bevor die mächtige Attacke von Toppo abbekommen hat, diese quasi Toppo-Genki da, meine ich mal, ist er kurz innegegangen, davor hat er gegen Toppo sehr viel eingesteckt und hat gemerkt, ey, jetzt raff dich mal, wir sind nicht der alte Vegeta quasi, wo so raged und wenn der alte Vegeta war so, wenn er gesehen hat, okay, er kommt nicht hinterher, er ist gerade schwach, ein anderer stärker als er, dann ist er komplett getickt und wurde blind vor Stolz. Aber hier hat er seinen Stolz konsumiert als wirklicher Prinz der Saiyajin. Er ist kurz innegegangen, ich fand diese Stelle einfach nur 1A, diese Stelle hat mich so berührt. Ich wollte das sehen, er hat an seine Familie gedacht. Bulma, Trunks, Bulla. Oh mein Gott, das sind die Majin Vegeta Flashbacks und die kamen sogar auch. Kommen wir gleich noch zum Sprechen. Und das Versprechen an Kaba und dass Vegeta selbst ein Saiyajin ist, der Prinz der Saiyajin. Er kann hier jetzt nicht zu Ende gehen. Er muss hier weiterkämpfen, auch wenn er keine Chance sieht. Und das war dann quasi
der Auslöser dafür, dass er den nächsten Schritt gehen konnte, beziehungsweise der Auslöser dafür, dass wir mehr von der Form sehen konnten. Er hat diese Ulti von Toppo weggehauen, hat immensen Power-Up bekommen, das hat alle gespürt. Und was dann mit seinen Schlägen passiert ist das, was ich meine. Das quasi, das geht dann quasi in die Schiene von 100% Form im Manga, denn seine Schläge sind durchgegangen. Was meine ich mit durchgegangen? Er hat quasi, erstens hat er auf einmal einen besseren Flow bekommen, er konnte gut ausweichen, ähnlich wie Uigoku, natürlich nicht Ultra Instinct Modus-like, aber er ist den Schlägen, die er zuvor kassiert hat von Toppo, die Ki-Angriffe, was er nicht dodgen konnte, ist er gedodged, hat er vorher gesehen, seine Schläge sind durchgekommen. Heißt wiederum, mit seinen Schlägen sind durchgekommen, er hat die Hakais, die Zerstörungen von Toppo weggebombt. Normalerweise, wenn er gegen Hakai zuschlägst, dann bist du eigentlich weg, Hakai, dann bist du wegzerstört. Aber man hat da wirklich ganz gut an der einen Stelle gesehen, die Faust von Vegeta hat es in einer blauen Aura umschlingelt. Und mit dieser blauen Aura, mit der Faust, er hat dann quasi wirklich, wie im Manga bei Goku, wo er seine ganze Kraft auf seine Hand konzentriert hat und Zamasu zerstört hat, also ein Hakai angewandt hat. Hier hat Vegeta kein Hakai zerstört. Beziehungsweise wissen wir es halt nicht. Denn, lass mich kurz ausgehen, was dann ging. Er hat seine Faust mit der Blue-Form umschlingelt. Mehr oder weniger hat sich seine Kraft darauf konzentriert, auf seine Faust. Und hat Toppos Hakai weggebombt, wegzerstört. Also ob das dann quasi auch Hakai von Vegeta war, oder ob es quasi nur die Macht dazu war, das eben zu kontern, zu dodgen nicht, sondern zu kontern, damit er klar zu kommen. Schwieriges Thema. Also kann man beides sehen, ob es jetzt Zerstörungskraft von Vegeta war oder nicht. Kann man wie gesagt beides sehen, aber er hat quasi die Zerstörungskraft von Toppo gekontert. Und das heißt schon mal was. Das heißt dann quasi, nach der Stufe, ab dem Level, war er gleich eines Gottes der Zerstörung. Und dann wird es noch besser, Leute, dann wird es noch besser. Er hat Toppo gut eingeheizt, ja, er hat gute Schläge verteilt, er konnte mithalten, er hat ihn sogar umgehauen. Und dann, oh mein Gott, da kamen die Majin Vegeta Flashbacks. Diese Folge war einfach so meine Folge. Ich erinnere mich gerade wirklich an die Folge, die ich zum ersten Mal gesehen habe, als Majin Vegeta kam und sich geopfert hat. Beziehungsweise als sich Majin Vegeta geopfert hat, diese Flashbacks hat an seine Familie. Diese ganzen Flashbacks kamen auch wieder, denn Piccolo hat gesehen, Vegeta hat sich wieder so in eine Kugel eingehüllt und Piccolo hat gemerkt, macht wieder dasselbe. Er tut es wieder explodieren, tut es wieder in die Luft jagen, wie damals gegen Buu, als er Majin Vegeta war. Ist das, was wir jetzt sehen? Hat Piccolo schon vorher geahnt. Und genau das 1A wurde quasi geflashbackt. Und die Szene kam dann wieder quasi Majin Vegeta 2.0. Vorerst dachte ich so, aber dann kam es wirklich besser. Nämlich, er hat sich wieder in die Kugel eingehüllt, hat richtigen Power-Up gemacht, seine Kraft konzentriert Vegeta und wollte sie, wie bei Majin Vegeta, richtig, wollte sie auslösen. Er wollte seine ganze Kraft auslösen und Toppo aus der Stage schauen. Toppo hingegen hat eine Hand, rechte Hand, eine linke Hand, ein Hakai zusammengeführt, sodass er einen riesen Hakai hatte quasi und hat das gegen Vegetas Final Explosion, nenne ich es mal, wie bei Majin Vegeta, umgehauen. Und Vegeta an der Stadt wirklich immens alles gegeben, wie Majin Vegeta hat geschrien und ich wusste nicht, oh mein Gott, was passiert jetzt, ich wusste es echt nicht, aber in dem Power, in dem Zustand, in dem er diese Final Explosion angewandt hat, die hat er dann ausgelöst, Toppos Hakai hat quasi erstmal ihn umschlingelt, aber seine Kraft ist durchgeschienen durch Hakai von Toppo und hat das Hakai von Toppo zerstört, weggebombt und quasi ist Vegeta dann explodiert. Und hat Toppo damit aus der Stage gehauen. GG! GG! G zum G. Wir wissen, Dragon Ball Super hat wirklich sehr viele Referenzen zu Dragon Ball Z. Und das war eine davon, zu Majin Vegeta. Aber es kam besser. Da war quasi die Szene, man hat Vegeta nicht mehr auf der Stage gesehen und Piccolo hat gemeint, oh mein Gott. Bisschen hat Piccolo gesagt, er hat es in die Luft gesprengt und Vegeta ist nicht mehr da. Es war wie damals, Majin Vegeta. Aber ich... Nein, ich wollte das nicht glauben. Da würde noch irgendwas kommen. Ich habe es gespürt. Auf einmal sehen wir unseren Krieger, unseren Prinzess Saiyajins Vegeta. Oben ohne. Jetzt ist er oben ohne, nicht Uigoku. Oder Goku. Hält sich. Er hat es überlebt.
Er hat überlebt und das war ein Indiz dazu. Und das haben auch die Zuschauer gesagt, quasi Piccolo und so, dass er sich selbst übertroffen hat. Denn Piccolo hat gesagt, damals ist, hat er sich instant in die Luft zerstört, in die Luft gesprengt. Und diesmal hat er es geschafft, es anzuwenden als Ulti quasi, es zu überleben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wirklich diese Folge, wenn ich daran denke, mein Herz. Es tut so gut, endlich gesehen zu haben, was Vegeta drauf hat in dieser Form. Kurz zusammengefasst, seine Schläge gehen durch, er kann ein bisschen mehr dodgen, er sieht ein bisschen mehr voraus. Quasi wirklich fast, ist es, ich weiß, was denkt ihr davon? Haltet ihr das auch quasi ein bisschen, dass es ähnlich ist wie im Manga-Version, dass es 100% Form ist, weil er auch quasi seine Faust umschlingelt hat und das Hakai von Toppo zerstört hat oder gekontert hat und dass er dann quasi wirklich, er hat den Gott der Zerstörung zerstört, gewonnen und dann hat er quasi, die Folge hieß ja so, Vegetas quasi Self-Risky Blow, also selbst riskierende Zerstörung, Explosion, beziehungsweise war da noch ein Titel, um einen Gott zu übertreffen, to even surpass a God. Und das hat er quasi gemacht. Er hat den Gott als Zerstörung Toppo besiegt und hat einen Gott übertroffen. Darauf habe ich mich so gefreut, wie das Ganze dargestellt wurde. Also storytechnisch 1A. 1A, wer an der Storyboard war, ich weiß, ich habe den Namen vergessen, ich habe das auf Twitter gesehen damals. Sehr gute Leistung. Sehr gute Leistung, Mate, wirklich. Du hast damit jeden Vegeta-Fan das Herz erblüht. Nicht nur Vegeta-Fan, an sich, diejenigen, die wirklich ein Fable für Dragon Ball haben. Endlich wurde es quasi so weit, dass nun jeder seine eigene Transformation hat, jeder seinen eigenen Stellenwert hat als Charakter und jeder seinen eigenen Weg geht. Denn Vegeta hat wirklich seinen eigenen Weg geschlagen und hat sich selbst übertroffen. Das war mir am wichtigsten. Und Vegeta ist wirklich einer der Charaktere, dessen Charakterentwicklung wirklich sehr weit ist im Dragon Ball Universum. Also er ist wirklich sehr weit entwickelt. Sein Charakter Entwicklung und seine Charakterpräsenz ist einfach 1A, einzigartig, sagen wir so. Aber jetzt hat die Sache. C17 ist auf dem Ring, Goku, Freezer, Vegeta und ein Jiren. Und die letzten Minuten ticken. Universum 7 gegen 11. Nur noch Jiren ist da. Und Jiren hat direkt gezeigt am Ende der Folge, was er drauf hat. Also was jetzt passiert, wird wirklich sehr interessant. Vegeta ist immens angeschlagen. Ich bin so gespannt auf das Finale von Dragon Ball Super. Es kommt gerade komplett anders, wie wahrscheinlich viele gedacht haben. Ich weiß, was ihr sagen sollt. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe ihr auch, Leute. Diese Folge speziell war wirklich eine Folge, die wirklich quasi wieder so ein Abschnitt war, die mich geprägt hat einfach. Ja, in jedem Aspekt, so als Dragon Ball Liebhaber, als Dragon Ball Schauer. Ich fand die Folge wirklich sehr, sehr gut. Ich habe so eine Folge gebraucht, sage ich mal. Wie habt ihr die Folge empfunden, Leute? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Und an der Stelle einfach nur geil. Geil und GG! Ciao, Leute. Peace.